I'll see what I can find. Noch mehr instabile Konstrukte. Achso, die wollen einfach explodieren, die Dinger. Okay. Noch mehr Liste. Dieses Papier enthält eine lose Liste von Personen nach Datum unterteilt. Gondandark, Langsichtfälle, Bandit. McWinstack, Imprima, irgendein Schmuggler. Volkstag, Mörder, schöne Haare. Rüttlingstag, Idiot, der mich erstechen wollte. Unter der Liste befindet sich eine Notiz in einer anderen Handschrift. Diversus, Teufelin. Ich will einfach nur zahlen. Okay. Brennendes Fleischkonstrukt, Eisenkonstrukt, Eisenkonstrukt. Aus einem Riss in diesem Glastank fließt eine zähgrüne Flüssigkeit. Sie sondert einen starken chemischen Geruch ab, der beim Einatmen fast schmerzt. Mhm. And what does the flame reveal? Ah, ich habe die Falle da entdeckt. So, noch mehr Eisen. Die Eisenkonstrukte sind ein bisschen böse, weil die Falcon Punch können. Mit dem sie einen einfach. Bitte lasst mich raus, bitte. Au. I shall be discreet. How about that? Ah. Das hier kann ich öffnen. Die Falle war böse. Auf diesem Schreibtisch steht ein chaotischer Haufen mechanischer Fingergelenke. It's no trouble. Hope that helps. Yay. Eine Kiste, die ich knacken musste, um an Dietriche zu kommen. It's no trouble. There you go. Diese Kisten sind von oben nach unten mit einer komplizierten Schlüsseln versehen. Einige zerbrochene Dietriche liegen darum. Aha. Was will mir das Spiel mit den ganzen Dietrichen hier sagen? Oh. Aura des Flammenkranzes. Gewährt Flammenkranz dreimal pro Ruhephase. Okay. Taondra Tara. Mhm. Yes. Und ich höre da draußen auf jeden Fall jemanden rumlaufen. I'll see what I can find. Also ja, ich könnte diese Zelle knacken. Können wir aber erstmal nach dem Zellenschlüssel umschauen. Zwischendurch mal ein Safe machen, man weiß nie. Bis jetzt sind die Gegner ja eher lästig als alles andere. Ah!
That's it! And what does the flame reveal? Ein Haufen Adra ist auch enthalten. Versuchsobjekt Belsir, reiche dir. Was steht hier? Dieses Mal hat sie sich selbst übertroffen mit diesem Belsir. Ein gewöhnlicher Räuber mit einer gewissen Begabung als Medium. Es ist ihm zu Kopf gestiegen. Der Basso hält sich für den nächsten Antonino. Jedenfalls wäre die Welt ohne ihn besser dran. Dennoch hat er vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Sein Verstand ist beinahe vollständig intakt. Ich hätte vielleicht sogar feststellen können, ob an seinen Illusionen über seine Seelenlinie etwas dran ist. Aber ich war so töricht, die Pistole des Mannes auf meiner Werkbank liegen zu lassen. Seine Essenz ist an die Waffe gebunden, statt an den Körper, den ich für ihn bauen wollte. Selbst körperlos macht dieser Name mir noch Ärger. Ich habe ihn in einem der Tanks versiegelt. Ich muss die Maschinen gegen die frei umherstreuenden Experimente absichern. Wenn ich mir die Lösung überlege, bis dahin muss ich die Gesellschaft ertragen, während ich arbeite. Du hast eine schwache, nesselnde Stimme, die tonlos singt. I'm here. Der Hebel scheint festzustecken. I'm here. Okay. Hope that helps. Am Metall dieses Helms hängen noch immer Haarbüschel. An den Rändern der Fesseln sind dunkle Flecken zu sehen. Funken knistern auf den Drähten und Platten dieser Maschine und beleuchten das Innenleben mit jedem Flackern. Du hörst eine kurze Folge von Klickgeräuschen von hinter der Ecke. Oh. Hi, Belsir. Ich bin frei, geil, Wunder. Ich werde den Herz essen, alter Mann. Können wir dich nicht einfach umbringen? Hätten wir nicht einfach Freunde sein können? That's it. I'm here. Hat sogar einen jungen Schatten. Oh. Fehlschlag. Absolut. Interessante Pistole. Wir rennen weg. Okay. Stimmt, ihr beide. Ja, doch, du hast einen. Aber du hast keinen Fernkampf. I'm here. How about that? Fallen und Konstrukte, die sich selber in die Luft jagen. Schöne Kombi. Ah ja, ich habe so das Gefühl. Nee, wo kommen wir hier hin?
Ach, jetzt geht hier noch um die Ecke. Ja, dann könnten wir theoretisch hier lang kommen, ja. Interesting. Noch eine Falle. Solange es nur ein Eisenkonstrukt ist, ist alles okay. Not a sound. Zerknüllte Versuchsnotiz. Dieses zerknüllte Stück Pergament wurde in der Gesichtsplatte des Eiskonstrukts gefunden, in der sie hineingestopft worden war. Meine Bemühungen, wenigstens die Intelligenz eines Kindes in diese Schöpfung zu verpflanzen, sind allesamt gescheitert. Die meisten können nicht mal eine Feder halten, geschweige den Gedanken zu Papier bringen. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass Versuchsobjekt 63 einen Durchbruch bei seinem Unterricht erreicht hat, bis ich bemerkt habe, dass es nur meine Worte wiederholt hat, ohne sie zu verstehen. Sie waren selbst in ihrer ursprünglichen Haut keine erleuchteten Charaktere. Vielleicht fehlt ihrer Essenz die grundlegende Fähigkeit zu lernen. Ich habe sie in weiteren Kampfkünsten getestet, aber auch hier versagen sie, da ihnen echte Intelligenz fehlt. Die Teufelin verspottet sie natürlich mit Genuss. Es ist, als würde man prahlen, Kinder im Kampf zu besiegen. Wenn ich doch nur meine alten Maschinen hätte. Also ja, ich kann hier öffnen. Das hier ist hoffentlich kein Aufzug oder so. Auf jeden Fall ist hier etwas... Ach nee, das ist eine Kampfarena. Kampfarena, ein Trainingsraum. Solange ich es haue, kann ich es unterbrechen und davon abhalten, in die Luft zu fliegen. Die machen nämlich doch viel Schaden, wenn sie in die Luft fliegen. Und haben vor allem eine übelste Reichweite, außergewöhnlicher Rapier. Hm. I shall be discreet. Außergewöhnliches Schwert. Und da ist der Zellenschlüssel. Ganz ehrlich, auch wenn es ein Umweg ist, werde ich erstmal gehen, die Zelle aufschließen. Bevor ich in die Werkstatt eindringe. I will walk unseen. Zerstörtes Konstrukt. Ha, Geld oder Leben? Eine blecherne Stimme ertönt aus der Brust dieser kopflosen Maschine. Von Zeit zu Zeit begleitet den Funkenflug das Rattern ihres Innenlebens. Entschuldige mich? Na, haben wir uns verlaufen. Auf diesen Straßen ist ein Zoll zu zahlen. 500 Kupfer, sonst hast du bald ein paar neue Nasenlöcher, aus denen du atmen kannst. Die Arme des Konstrukts suchen kampfartig an seiner Seite. Wir sind nicht auf der Straße. Du hast dich wirklich gründlich verirrt. Ich sag dir was. Wenn du zahlst, weise ich dir den Weg nach Stammheim. Das ist doch gerecht, oder? Aber du bist ein Konstrukt. Was? Was soll das eine Beleidigung sein? Ich zeige dir ein Konzept, wenn du mir nicht dein Geld gibst. Okay, ja, versteh mich nicht mal richtig. Ein schwaches, bedrohliches Licht strahlt aus dem künstlichen Körper der Kreatur hervor. Du bist in einer Zelle, sieh dich um. Eine Philosophin, ja? Wir sind alle in den Käfigen unserer eigenen Missetaten gefangen. Unsinn.